Was geht, Arriba? Neues Unboxing. Heute Sampler 5. Nur meine Hand. Freunde, endlich habe ich das Prachtstück auch mal. Ja, es ist soweit. Hier in meiner Hand für euch das Unboxing. Ja, was soll ich sagen? Ist ein Sampler Bundle. Keine Deluxe Box. Hab mich gewundert, dass die 187 Straßenbande keine Deluxe Box rausgebracht hat. Aber muss ja auch nicht immer sein. Der Bundle ist auch am Stissel und ich habe ihn endlich. Ich packe das jetzt aus und schnupper mal rein. Ja, ich bin gespannt. Wir haben hier auf jeden Fall drei Sachen und wir fangen einfach mal mit diesem Artikel an. Was das? Eine Mac. Ah, die waren ja in Mexiko, ne? Und da hat der Pascal ein paar Fotos geschossen und daraus ein Buch gemacht, so dokumentationmäßig. Und direkt vorne ist Alex am Start, ne? Da ist er schön am Qualmen, ne? Mit Bob Marley damals. Alalalalong, okay. War nicht Bob Marley, aber naja. Naja, kleiner Easter Egg. So, auf jeden Fall haben wir hier irgendwas drinnen. Also so sieht das aus. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das ein Poster? Lass mal gucken. Oh ja. Oh ja, das gefällt mir. Wir haben Poster. Oh, was für ein Cover. Seid mal ehrlich. Schreibt mal in die Kommentare. Ich sag dir, das ist einfach ein sehr, sehr geiles Bild. Ein sehr geiles Cover. Und das würde ich mir als männliche Person auch an die Wand klatschen. Und als Dame sowieso über die Decke. Denn du weißt, bei jedem einzelnen Lotti Karotti. Hoppa, da geht ja einer flattern. So, weiter geht's. Ne, ich zeig euch mal grob. Ne, paar Bilder von Mexiko. Also hier, der Strand von Mexiko. Ne, dann haben wir hier, keine Ahnung. Schöne Bilder. Also ich sag dir so, wie es ist. Pascal hat wirklich Baba-Fotos am Stissel. Ja. Okay, guck mal. So sieht das aus. Hoffe, ich sieht man es überhaupt. Wenn nicht, wäre es mies. Ja, kauft dir das. Ah, geht ja nicht mehr. Ist ausverkauft. Aber ja, hätte es erworben, dann hätte es auch in Ruhe das reinziehen können, ne? Sehr schön, sehr schön. Ja, komm, ich zeig dir noch eine Seite. Hier von Alex. Ne? Och, ehrlich. Schönes Bewerbungsbild fürs, ja, Coffee Shop, ne, in Holland. Hatte der auf jeden Fall mal da eine Bewerbung sicher. Oder eine Stelle eher gesagt. Naja, auf jeden Fall sehr schön, ne, werde ich mir in Ruhe nachher reinziehen. Oder auch nicht. Doch, doch, eher schon. Okay, fangen wir direkt damit dann als nächstes an. Das ist ja das Album. Ich sag dir so, wie es ist, das Album habe ich mir schon reingezogen auf jeden Fall. Och mein Gott, ich pack das aus, aber ich erwähne den gar nicht. Das ist der Butterfly für Arme. Er zerschnibbelt, zersägt, zerschneidet jede Box. Jawohl, es ist ein bisschen wärmer, ihr seht das selber, ich bin schon wirklich dick angezogen, aber ja, tut mir leid, Butterfly für Arme. Naja, auf jeden Fall nochmal für euch. Hoppa, so, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, das Album habe ich mir über Spotify reingezogen. Uff, ich sag dir wirklich, ist es wirklich, ja, ich weiß nicht, ob der Sampler 4 und 3 abgelöst hat, aber doch, ich sag dir so, wie es ist, es ist sehr stark. Es ist wirklich ein sehr starkes Album geworden von den Jungs oder Collabo, wie auch immer. Und mir gefällt jeder Song. Man kann jeden Song reinziehen. Und das ist das Beste daran. Und das fühle ich auch. Ja, auf jeden Fall, das Cover finde ich geiler als dieses Cover. Aber da hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. Ja. Ja, so sieht es aus von der Rückseite. Gefällt mir sehr. Schön weiß gehalten, ne? Und die CD sieht so aus. Leider keine Instrumental-CD. Oh, Junge, was hätte ich für die Instrumental-CD gemacht? Ach, die Beats haben geknallt, ne? Ich sag dir so, wie es ist. Ich feiere das, wenn wir so als, weißt du, wir kaufen ja das noch physisch. Als physischer Käufer braucht man noch mal die Beats so extra. So einen kleinen Zusatz wäre schon nice gewesen. Aber, naja, vielleicht nächstes Mal, Jungs. Ne? Vielleicht ist das ein Meckern auf hohem Niveau. Aber der ein oder andere wird bestimmt mich fühlen. Ne? Stimmt, ihr könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ja, Fati, du hast recht. Das wäre schon nice. Naja, okay. Der letzte Boxinhalt. Oder der Bundle-Inhalt ist ja der Regenjacke oder Windbreaker, genau, müsste das sein. Und der gefiel mir ehrlich sehr gut, ja. Auf jeden Fall so sieht es aus. Stoff sieht, ja, sieht so neoprenmäßig aus, oder wie nennt man das? Keine Ahnung. Und das ist so, ich glaube, wenn man es gegen das Licht hält, dann leuchtet das sogar im Dunkeln. Ja. So sieht das aus. 187 Logo ist da. Ja, die Ärmel sehen so aus, ne? Ich glaube, da reflektiert das und dann leuchtet das wahrscheinlich im Dunkeln. Und ja, in Größe XXL müsste das sein. Gummierung an den Ärmeln sind am Stissel. Eine andere Seite ist sogar mit hier ein kleines Logo am Start. Pass auf, das sieht so aus. Sehr schön, sehr schön.
und hier ansonsten so ähnlich wie die andere Seite. Ja, in der Mitte, ne, auf der Brust ist das Logo, habe ich schon erwähnt. Reißverschluss kann man ja aufmachen hier in der Mitte. Oh, mit Etikett ist hier Größe XXL, genau, so sieht das aus, ne. Das wirklich qualitativ hochwertig ist, ne. Das finde ich schon super. Wie oft habe ich das in meinem Unboxing gesagt? Qualitativ hochwertig. Etikett sieht so aus. Von innen sieht es so aus. Keine Ahnung. Was soll ich denn sagen? Ja, eine Jacke kann man anziehen im Sommer oder Winter. Wie auch immer. So, der Ärmel. Ah, das ist keine Jacke. Das ist wie ein Pulli. Das geht nur bis zur Mitte hier, der Reißverschluss auf. Guck, mehr geht nicht. Und dann hier unten geht es so, sieht es so aus. Ne? Und hier kannst du deine Portemonnaie oder Handy verstauen. Alter, da ist ja was drinnen. Ach nee, das geht einmal durch. Guck, ich mach das hier auch auf. Ey Bruder, das ist ja geil. Und dann geht einmal so durch. Kannst du deine komplette Hand durchstecken. Also, ne? Da ist ja noch was drinnen. Schau mal wieder was für die Hater. Oh! Oh shit, war Spaß. Und hier unten ist Gummierung. Kannst deinen Bauch unten drunter verstecken, ne? Das ist der untere Teil. Naja, auf jeden Fall schöne Jacke mit Kapuze hier am Kopf, ne, oben, ne, beste Label, feiere ich auch übrigens. Und ja, das finde ich auch nice. Was soll ich jetzt sagen, Mann? Bin ich QVC vor Arme oder was? Hier ist, keine Ahnung, fühlt sich an wie Plastik oder so, aber ist okay. Rückseite ist auch geil, Graffiti-Art bedruckt oder wie auch immer, besprayt oder was auch immer. Ja, keine Ahnung, super. Was soll ich hier sagen? Ist schöne Jacke. Kann man anziehen. Die Farbe gefällt mir auch. Ne? Und im Großen und Ganzen super Produkt. Ja. So. Check das ab. Wenn du es haben möchtest, kauf das überteuert bei eBay, weil du es ja leider verpasst hast. Und ansonsten war es das im Großen und Ganzen mit dem Unboxing. Ja, CD, Foto, Ding, Album. Und die wunderschöne Windbreaker ist am Stissel. Und ich habe keinen Bock mehr zu unboxen weiter. Was soll ich auch noch unboxen? Gibt ja nichts mehr. Checkt das Album ab. Könnt ihr über Spotify nochmal reinziehen. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Unboxing, ja? Kuss geht raus.